Willkommen zurück zu Mega Man 5. Beim letzten Mal sind wir hier stehen geblieben. Ich hatte noch gar nicht gespeichert. Und ja, wir schauen mal, was uns als nächstes erwartet. Wir haben die 8 Robot Master. Neptun. Was willst du denn von mir? Neptun könnte ich mir gut den da vorstellen. Nein, ist er nicht. Neptun, magst du Bomben? Scheinbar schon, aber irgendwie auch nicht so. Kyro-Attacke. Nö, mag er auch nicht. Den Kick. Hallo? Oh, den Kickmarker. Ich sollte nur in die richtige Richtung gucken. Oh, ich bin so blöd, ey. So, Neptun. Wundert mich aber, weil ich hab... Egal. Easy peasy lemon squeezy, ja, ja, ja. Nein. Irgendwann brauchen wir auch den Stern hier. Den will ich jetzt endlich mal einsetzen. Ne, bei dem brauchen wir Bomben. Definitiv Bomben. Oder? Ne, das schon mal nicht. Was aber auch noch eine Möglichkeit. Okay, es hilft auch nicht. Okay, der scheint dagegen anfällig zu sein. Definitiv anfällig, aber es war nicht gerade die schönste Variante, wie ich den besiegt habe. So, ich habe noch keinen für die Gyro-Attacke gefunden, keinen für den Stern. Das ist Mr. Star himself. Nope. So. Ach, hier kann man hochspringen. Nope. Nee. Hä? Wave bringt da auch nichts. Ei, auch nicht. Nee, ich raff's gerade nicht. Ich raff gerade nicht, was er braucht. Den Kick kann er nicht. Den Stein könnte er noch nehmen. Aber... Ich glaube mal nicht, dass der Stein ist. Easy peasy lemon squeezy. Oh, 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 oh. Nein, der Stein ist es auch nicht. Kann nicht die Welle sein, oder? Ja gut, die hat jetzt hier schön Schaden gemacht, ne? So ist es nicht, aber... Ah, das ist... Es ist schwer einzuschätzen. Ja, das ist... Wow. Ja, ich... Ich glaube, ich versuche es dem normalen Buster...
Boah, das war knapp. Okay, die Energie geht langsam zur Neige. Und wir haben es mit Crystal Man zu tun. Kann ich dich jedenfalls schneiden? Ja, dich kann ich damit schneiden. Nein! Ich war so gut, es sah so gut aus. Und ich verkacke es. Wow. Ich bin so ein Idiot. Ich speichere mal die ganze Zeit so. In der Hoffnung. So. Cool. So. Den haben wir geschafft. Zwar nicht ganz so easy peasy, wie ich die ganze Zeit immer sage, aber er ist geschafft. Er ist geschafft, ne? Jetzt gucken wir mal, was erwartet uns hier als letztes. Wer bist du? Alter Wily, du hast doch wohl einen an der Klatsche. Ha! Habt ihr schon mal einen Doktor erlebt, der einen Klatsch hat? Hier seht ihr ihn. Ahem. Wieso ist denn jetzt schon Dr. Wily da? Nein, meine Chance, wenn ich verkack's. Ernsthaft. Meine zweite Chance, wenn ich verbocke es. Ja. Ich verbocke es total. Nein. Ja, ich habe ihn mal getroffen. Ich habe ihn getroffen. Ich habe ihn getroffen. So. Ach, jetzt habe ich's raus. Jetzt habe ich's raus, Dr. Wily. Jetzt hast du keine Chance mehr. Und jetzt trifft er mich auch nicht mehr. Wir speichern nur für den Notfall. Oh, da habe ich ja daneben gezielt. Passiert in den besten Familien mal. So. Keine Ahnung, was da eben gerade mit mir los war, warum ich das so voll verkackt hatte. Ernsthaft! Dr. W, kommen Sie runter! Ich wäre jetzt gern nochmal so einfach so aus Scherz so einfach in die Stacheln gesprungen, aber dann dachte ich mir, riskier's mal nicht! Könnte doof enden? Also habe ich es nicht getan und habe mich auf mein ursprüngliches besonnen, nämlich Dr. Wily den Hintern zu versohlen. Ob das jetzt eine extra lange Folge wird? Hm. Oh.
Oh, das ist ja doof. Der drängt mich ja nach hinten. Kannst du knicken, da renne ich einfach durch, ey. Okay. Ja, freier Fall. Ich liebe sowas. Ja, komm. Kein Bock auf dich. So, wir finden erstmal heraus, was Dr. Wily von uns will. Aber du hast schon wieder so eine tolle Maschine. Alter! Ernsthaft? Wiss! Alter! Das ist jetzt doof. Das ist ja jetzt richtig doof. Da brauche ich jetzt eine richtig gute Waffe. Wo ich aber keine habe. Na komm. Okay, weil ich sonst immer wieder laufen muss. Gucken wir jetzt mal, was Dr. Wily da mit mir vorhat. Okay. Nein. Alter! So. Ich bin mir Dr. W. Oh, jetzt wird die Musik auch noch böse. Ernsthaft? Ist das der Final Bosskampf? Okay, der hat gut gesessen, der auch. Ich kann's. Warum soll ich mir da jetzt großartig Sorgen machen? Na komm, ich habe woanders gespeichert. Ich kann notfalls nochmal das revidieren. Wie komme ich jetzt da oben ran? Ist das die Möglichkeit für den Gyro-Angriff? Wir probieren es mal. Na, ah, das war doof. Ach, komm. Mit dem Gyro-Angriff noch aussetzen. Aber nein, ich verkacke es. So. Ich bin zu doof zum Dr. Wily besiegen. Warum macht er das? Wenn ich sage springen und ich drücke nur nach vorne. So, jetzt müsste er links kommen. Jetzt müsste er, glaube ich, irgendwo in der Mitte sein. Ah, ne, oben. Okay, er ist oben, er ist oben. Das heißt, wenn er jetzt nach oben geht, dann müssen wir uns entsprechend auch ausrichten. Der bringt gar nichts, der Gyro-Angriff. Geil. Das ist ja geil. Das heißt also, ich
Ich brauche irgendeinen anderen Angriff. Das war sauknapp. So, hier kann ich mich jetzt gut verstecken. Ich muss warten, bis er nach unten kommt. Das ist ganz wichtig. Okay, das nutze ich jetzt dann doch mal. Ganz wichtig jetzt, Konzentration. Oh, rüber, 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 rüber. Ja, so muss das sein. So, 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 komm. Und jetzt ganz ruhig. Genau. So, und wieder rüber, 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 rüber. Ah, verdammt. Oh, das ist jetzt ungünstig. Okay. Ah, das hätte noch funktionieren können. Egal. Drei Treffer noch, komm. Okay. Sieht aus, als ob wir da Dr. Wily besiegt hätten. Oder kommt noch ein finaler Kampf? Flüchtet er? Was passiert? Sorry, Mega Man, but the princess is in another castle. Toll, jetzt rennen hier beide Professoren rum und... Super. Oh, Proto Man. Tja, und wieder ist Dr. Wily entkommen. Und damit haben wir Mega Man 5 auch abgeschlossen. Ich muss sagen, Mega Man 5 hat mich jetzt nicht ganz so geflasht wie 2, 3... Ja, 4 war auch noch in Ordnung, aber okay, gut, 5 ist halt mal wieder ein bisschen was anderes gewesen, andere Robomaster und so weiter. Einige Bossgegner waren schon in Ordnung, aber es war halt nicht so eindeutig, wer gegen was anfällig ist, fand ich jetzt. Also, ich hätte jetzt nicht sagen können, der ist jetzt gegen das anfällig oder der gegen das. Ich freue mich schon auf Mega Man 6, ich hoffe, ihr freut euch auch schon drauf. Wir kommen ja langsam in Richtung der Mega Man-Teile der Redesigns 6, dann kommt 7 und 8, wobei ich glaube, die kamen auf der PlayStation, muss ich mal gucken. Ja, und ob ich Mega Man X oder so spielen werde, keine Ahnung, muss ich mal gucken. Ich hoffe trotzdem, ihr hattet bisher euren Spaß und dann sehen wir uns im 6. Teil wieder und ich sage, ich bin euer Tro. Genießt den Abspann, haut rein. Tschüss.